Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit dem Dreierpack der Transformers Robots in Disguise Terrorcons. Und hier haben wir im Set einmal Darkscream, Gaskunk und Slapper. Es sind quasi von Megatron, der ebenfalls natürlich in der Serie ein Terrorcon war, die rechte Hand. Ja, diese drei Figuren sind quasi Repaints der Transformers Transmetal 2 Line und waren hier quasi einmal in einer blauen metallischen Farbe erhältlich. Diese Figur war, glaube ich, so ziemlich dieselbe. Und hier hatten wir so ein orange-lila-blau, irgendwie so ein ganz komisches Gedöns an Farben. Und diese Figur hieß vorher Spitor. Dann war das Night Glider und Stinkbomb und ja, es hat sich jetzt einiges von den Figuren, von der Farbe nur geändert, aber von den Transformationen natürlich gar nichts. Ja, kommen wir doch einfach aber erstmal zur Verpackung, wie immer. So, die Figur, oder wie gesagt, die drei Figuren werden natürlich hier in diesem richtig schönen Dreierpack-Karton geliefert. Und ja, man sieht hier einmal groß das Terrorcon-Symbol und die drei Robot-Gestalten um Darkscream, Gaskunk und Slapper. Und irgendwie ist Darkscream für mich eine Anspielung auf Starscream. Ich weiß nicht wieso, der Charakter ist sowieso so ziemlich ähnlich. Hier sehen wir nochmal die Figuren im Beast-Modus, Roboter-Modus jeweils. Und hinten nochmal komplett nur im Roboter-Modus. Und natürlich dann noch einmal mit der Geschichte. Ja, unten drunter haben wir diesmal keine Textpacks. Dafür haben wir hier einen kleinen Produktkatalog. Optimus Prime, Megatron und seine rechte Hand Skybite. Sein General quasi, der Terrorcons. Ja, und auf der anderen Seite natürlich dann auch wieder die Terrorcons. Ja, kommen wir doch jetzt einfach mal zu den Figuren an sich. Die Figuren sind sehr schön gemacht. Schön Metallic Look gehalten. Bis jetzt hatte ich das Glück, dass es noch nicht abgeplatzt ist. Bei den Beast Machine Figuren platzt an der Zeit die Farbe ab. Hier komischerweise noch nicht. Ja, kommen wir mal einfach zur Figur an sich. Wir haben wie gesagt hier einmal Slapper in dem Froschmodus. Die Zunge ist eine kleine Kreissäge vorne. Auch sehr schön gemacht. Die kann man auch rausnehmen. Der Mund lässt sich öffnen und schließen. Hinten haben wir hier nochmal wie so eine Art Roboterhand. Oder wie gesagt, ich vermute mal eher, dass es eine Art Laserwaffe ist. Ja, die ist nach vorne quasi ruckartig nach vorne schwenkbar. Wie so eine Art Stachel. Kann man natürlich auch noch zur Seite drehen. Innen drin ist schöne Details. Wir sehen hier einmal ziemlich viele mechanische Bauteile, die mit dem Beast-Modus quasi verwoben sind. Sehr schön. Ja, grün metallische Augen. Oben bronzeartiger Kopf. Und drunter sieht man jetzt nichts groß vom Roboter-Modus. Auch sehr schön gemacht. Die Füße sind auch sehr gut gestaltet. Sind alle auf Balljoints. Ja, kommen wir jetzt mal zur Transformation. Wir nehmen einfach erstmal die Zunge ab. Dann lösen wir hier unten diesen kompletten Unterkörper, drehen ihn nach unten. Den Mund klappen wir einmal hier hinten ein. Wir haben dazu einmal hier einen kleinen Pin. Der wird quasi hier mit verbunden. Dann haben wir hier noch natürlich die Möglichkeit, die Zunge auf dem Rücken, das heißt, wenn der Robotermodus quasi fertig ist, zu befestigen und sie somit zu verstauen. Ansonsten drehen wir die Füße nach unten, drehen sie nach vorne. Das gleiche hier. Dann gehe ich mal zur Seite, sonst gibt es Probleme mit dem Fokus. Die Hinterbeine klappen wir nach vorne. Das sind quasi die Hände. Dann wichtig jetzt, wir drehen hier einmal erst den Kopf nach oben und dieses komplette Rückenteil drehen wir gleichzeitig nach hinten. So, dann nach oben winkeln, das ist der Kopf. Und jetzt ist hier unten drunter der Roboterkopf versteckt. Den drehen wir einfach mal so nach vorne, winkeln ihn für die Transformation nach oben, drehen das ganze Teil jetzt einmal herum und lassen jetzt hier dieses komplette Teil in dieser Schiene
verschwinden und rasten somit alles ein. Dann drehen wir einfach den Kopf nach unten und den Rücken und schon haben wir Slapper fertig verwandelt. Ja, Slapper finde ich ziemlich cool. Er hat den Terrorcon-Kristall hier unten drunter versteckt. Das ist ja einmal dieses Wespensymbol, dieses Moskitosymbol, was auch immer. Die Peitsche kann er jetzt einmal in beide Hände jeweils nehmen und sie so quasi in die Hand nehmen. Oder, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, er kann sie hinten auf dem Rücken befestigen. Ich finde, es sieht aus wie eine riesen Windel. So. Und quasi dann auf dem Rücken verstauen. Ja, das ist wie gesagt Spitter aka Slapper. Stellen wir jetzt mal. Ihr könnt natürlich auch hier die Kralle jetzt nach oben winkeln und könnt die im. Okay, jetzt hat sie sich gelöst. Keine Sorge, das ist ein Balljoint. Könnt ihr quasi so nach oben winkeln, wie so eine Art Gewehr, das quasi von oben auf den Gegner zeigt. Jetzt stellen wir uns mal zur Seite. Jetzt kommt Gaskark, aka Stinkbomb. Ist ein wenig komplizierter zu verwandeln. Wir drehen einmal den Kopf nach unten des Biestes, winkeln ihn komplett unten an. Dann lösen wir den kompletten Rücken ab. Fast ist dadurch die ganze Transformation fertig. Nur wir müssen auf eine Sache achten, wenn wir jetzt das nach unten drehen. Erst hier an der Seite, diese Seitenpanels, einmal komplett hier herumdrehen, nach oben. Ansonsten können wir die Bestandteile beschädigen. So, jetzt ganz wichtig, dieses komplette Teil, wo der Kopf quasi drauf ist, hier hinten einrasten, so, bis es richtig fest ist. Dann den Schwanz einmal rumdrehen. Dann diesen, das heißt, Moment, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Den Kopf nochmal nach oben drehen. Den Beast-Kopf erst hier unten in den Körper und dann einrasten lassen den Kopf. Dann den Rücken einmal mit dem Doppelgelenk nach oben drehen und nach hinten. Und jetzt einfach die Füße komplett einmal herumdrehen. Mit dem ganzen Torso. Und die Knie nach vorne drehen, ebenso noch einmal. Jetzt die Beine des Biests nach vorne winkeln. So, das sind quasi die Schultern. Und hier hinten aus den Beinen die Arme herausholen. Das gleich noch einmal, einmal hier und einmal herumdrehen. Ja, und jetzt haben wir eigentlich schon den Gasgang komplett verwandelt. Ein ziemlich böses Grinsen. Ihr könnt natürlich noch, wenn ihr wollt, den Schwanz nach oben drehen, könnt ihr nach vorne schwenken lassen und hier oben einmal die Krallen nach vorne winkeln. Und dann hat er quasi wie so einen Skorpionschwanz, mit dem er zustechen kann. Ja, ich winkel ihn allerdings nach unten. So, ihr könnt ihn auch seitlich leicht drehen. So. Eine sehr schöne Figur auf jeden Fall, auch mit schönen Details. Der ganze Brustkorb ist rot-grün. Die Farbe allgemein der Figur ist jetzt nicht schwarz, wie ich erst gedacht hatte, bevor ich mir das Set geholt habe, sondern lila. Trotzdem sehr schön. Er hat auf seinem rechten Arm hat er hier so, so eine Mechanik drunter unter der Klappe. Und auf der anderen Seite hat er den Terrorcon-Kristall. Ja, die Terrorcon-Kristalls sind in der Serie wie so eine Art Laser. Das heißt, er dreht dann quasi, wenn er den Kopf zur Seite dreht, macht er den Arm so auf und schießt dann quasi hier raus. Trotzdem sehr schön gemacht. Und jetzt kommen wir zur letzten Figur natürlich. Wir kommen jetzt einfach mal zu Darkscream. Ja, Darkscream ist ein Flughörnchen. Sehr schick eigentlich gemacht. Und ja, wir haben hier Metallkomponenten mit drin, die mit sehr vielen Chromparts quasi versehen sind. Einmal hier, hier hinten ist Chrom, der Schwanz ist aus Chrom, hier wirkt es, als wenn das Fell weg wäre und hier gucken auch Chromteile raus. Geil gemacht auf jeden Fall. Und ja, auch unten drunter natürlich.
Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde an dieser Figur, dass sie hier dem Gesicht zwei unterschiedliche Seiten gegeben haben. Wir haben einmal diese Seite und diese Seite. Das heißt, ihr seht selbst, es ist deutlich anders. Hier sieht es aus, wenn ich um goldenes Fell hätte, und hier sieht man die robomechanische Gesichtshälfte. Ja, aber kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation, die ist ziemlich simpel. Ihr dreht einmal hier den Kopf nach oben. Dann dreht ihr hier diesen Kopfpart einmal hier komplett durch. So. Der Eichhörnchenkopf verschwindet quasi im Rücken. Anschließend dreht ihr hier die Flughörnchenarme erstmal nach innen. So. Dann dreht ihr hier dieses ganze Teil einmal komplett herum. So. Die Arme dreht ihr nach unten. Und dreht den Kopf einmal herum. Dann den Schwanz des Flughörnchens einmal nach hinten drehen. Das ist auch gleichzeitig die Schwertscheide quasi, wo das Schwert hier innen drin ist. So. Ist auch sehr schön gemacht. Dann dreht ihr die unteren Füße einmal herum. Das gleiche hier. Ja, und schon habt ihr Dark Scream fertig verwandelt. Für mich persönlich mit mein Favorit des Teams. Mir gefällt zwar dieses Babyblau-Türkise nicht so, aber trotzdem eine sehr schöne Figur. Vorne habt ihr natürlich den Predacon-Kristall abgebildet. Ich versuche mal näher ranzubringen. Also auch sehr schön gemacht. Sind auch eigentlich, die Terracons sind eigentlich die einzigen in der ganzen RID-Serie, die noch diese Kristalle haben. Vorher war es eigentlich nur eine Sache der Transmetal-Line. Aber dadurch hat natürlich Hasbro eine Menge Geld gespart, indem sie einfach dieses Feature in diese Figuren einfach, also in die neue Serie einfach übernommen haben, mit der Idee einer alten Serie. Und sie braucht nichts mehr groß verändern an den Figuren. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Schwert kann er rausnehmen und kann er in die Hand nehmen. Er ist der einzige des kompletten Teams, bis auf, naja, gut, okay, eigentlich Slapper, der die Peitsche hat, aber er hat hier natürlich eine richtige Waffe, was ich schon ziemlich cool finde auf jeden Fall. Und das Schwert wirkt so, als wenn es ineinander klappt und sich quasi verstauen lässt, was ja auch theoretisch der Fall ist. Und die Beweglichkeit bei allen Figuren ist dieselbe, das heißt, ihr habt ganz normale Gelenke hier in den Armen, könnt ihr quasi komplett drehen lassen. Bei Speedtor habt ihr natürlich das Problem, dass die Figuren sich nicht wirklich drehen lassen. Bei dieser Figur haben wir das Problem, dass der Schwanz zur Stabilisierung genutzt werden sollte, ansonsten steht die Figur relativ schlecht. Und ja, bei Gasgunk haben wir jetzt relativ wenig Probleme. Die Figur ist ein wenig unproportional gestaltet, das heißt, die Arme sind doch ein bisschen zu groß geraten durch die Schultern. Und Speedtor, wie gesagt, kann zwar auch die Arme um 360 Grad theoretisch drehen, dazu müsst ihr allerdings die Teile komplett vom Frosch hochklappen. Finde ich, ist aber auch nicht wirklich notwendig, dass ihr das tut. Ja, ansonsten ein sehr schönes Team. Gefällt mir sehr. Speedo hat jetzt Slapper in dem Sinne, hat den Nachteil, dass der Kopf natürlich nur nach unten gewinkelt werden kann. Wenn ihr ihn zur Seite drehen wollt, müsst ihr den ganzen Kopf zur Seite drehen. Trotzdem auch sehr cool designt. Ich versuche mal mit dem Fokus ein bisschen zu schaffen. So. Sehr schön eigentlich. Was ich schade finde, ist nur, dass hier der Teil grün gemalt wurde und auf der anderen Seite nicht. Ja, ansonsten, wie gesagt, das war das Dreier-Team der Terracons, die linke Hand quasi von Megatron. Und ja, ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr es natürlich bekommen solltet, habt ihr natürlich jetzt einmal die Originalversion der Transmetal-Version, braucht euch dieses Set nicht holen. Wenn ihr es natürlich nur zum Vervollständigen holen möchtet, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, das war's ansonsten für mein Review für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich über ein Abonnement freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rexford.